Wir begrüßen Sie zu einer weiteren Sendung Los und Schau zum Themablock Reha-Maßnahmen und Pension. Zu diesem Thema haben wir die Physiotherapeutin Frau Dr. Barbara Seebacher befragt. Ab wann soll sich der Patient zum Thema Barrierefreiheit Gedanken machen? Wie kann der oder die Therapeutin hierzu behilflich sein? Also hier möchte ich gerne ein bisschen widersprechen. Also es ist nicht so, dass es für jeden Patienten irgendwann ein Muss ist, eine barrierefreie Wohnung zum Beispiel zu haben. Also es gibt viele, die auch noch im hohen Alter, Gott sei Dank, ohne eine barrierefreie Wohnung auskommen. Aber es ist so, dass wir von der Physiotherapie und auch besonders von der Ergotherapie, dass das ein Teil unserer Arbeit ist, eben barrierefreie Situationen in der Wohnung zu schaffen, das heißt zu überlegen mit dem Patienten gemeinsam in Form von einem Hausbesuch, wo wäre es eben hier notwendig, Adaptierungen anzubringen. Wir wissen auch Bescheid, und hier möchte ich auch wieder die Ergotherapeuten hervorheben, über diverse Hilfsmittel, die man da einsetzen kann, auch baulich, das heißt also Hilfsgriffe, die man wo montieren kann, aber noch wesentlich mehr. Und natürlich schaffen wir auch rein von der Motorik her Voraussetzungen, um dann das gut nutzen zu können, indem wir zum Beispiel eben den Transfer von A nach B mit dem Patienten trainieren, wenn jemand im Rollstuhl sitzt. Das heißt, es sind ganz unterschiedliche Zugänge. Und dann möchte ich auch noch die Sozialarbeit hier erwähnen, die einerseits unterstützt bei Antragstellung für eine Förderung, für einen Wohnungsumbau zum Beispiel, aber auch praktische Tipps geben kann. Das heißt, es ist ein interdisziplinäres Unterfangen. Natürlich wollten wir hierzu auch die Meinung unserer Patienten hören. Ist euer Zuhause barrierefrei? Also ich bin schon seit längerer Zeit in Berufsunfähigkeitspension. Jetzt habe ich natürlich das Problem, dass ich im zweiten Stock wohne und das ohne Lift zu bewältigen habe, bin aber auf der Suche, eine geeignete Wohnung barrierefrei zu bekommen. Es dauert leider allerdings noch etwas. Mit dem Thema Früh- oder Invaliditätspension habe ich mich schon auseinandergesetzt, weil es natürlich eventuell für mich einmal relevant wird. In meiner Wohnung, also meine Wohnung wäre prinzipiell barrierefrei, wobei ich jetzt nicht hoffe, dass ich das demnächst brauchen werde. Aber ja, ich finde, mit solchen Themen, auch wenn sie ja nicht direkt betreffen, kann man sich absolut mal beschäftigen. Das ist bei uns gewesen, wie wir die Wohnung ins Boden gebaut haben, haben wir das barrierefrei gemacht, weil ich das meine Eltern gesehen haben, dass das ein Problem wäre mit dem Alter, dass ich es so schnell brauche und ich nicht gemacht. Und in der Wohnung, die ist ebenerdig, da sind alle Zimmer auf einer Ebene und die Terrassen auch. Von denen her habe ich eigentlich kein Problem nicht. Vielen Dank für die vielen Antworten zu diesem Thema. Die Zeit vergeht recht rasch. Nächste Woche starten wir mit einem neuen Themablock. Bleibt dran, auf Wiedersehen!